So, hallo, ganz herzlich willkommen zur brandneuen Folge Let's Play Explain. Wir fliegen heute wieder ein das Flugzeug da hier. Das ist die wunderschöne Standard 737 mit dem Sibomod. Und wir fliegen heute mit dem Flugzeug hier von Berlin-Schönefeld nach Köln-Bonn. Ganz genau. Und zwar ist das eine echte Ryanair-Route und aus dem Grund fliegen wir auch heute Ryanair. Wie ihr merkt, das hier ist alles Standard-Szenerie. Allgemein ist im heutigen Video alles, was ihr seht, X-Plane Standard. Auch das Wetter, SkyMax Pro jetzt mal wieder deaktiviert. Wir fliegen mit Standardwetter. Und ja, sonst ist pretty much alles out of the box. Bis halt auf einen 7-Mod. Also das hier ist relativ repräsentativ dem, was ihr mit dem X-Plane überkommt. Und mit dem Freeware-Mod, der 7-Mod hier. Was ich wirklich jedem kann empfehlen kann. So, ich würde sagen, wir gehen ins Cockpit. Wir sind cold and dark und ich würde sagen, wir tun doch direkt anfangen mit dem Flieger aufsetzen. Dann gehen wir hier ins Overhead Panel. Gehe ich hier einfach mal durch. Zunächst einmal Batterien. Batterie ist hier. Zack, Batterie. Nachher Standby Power. Dann gehen wir hier einfach mal so durch. Schaut einfach, können wir momentan noch nicht aktivieren. Die Fuel Pumps können wir aber. Und grundsätzlich tut er zuerst nur eine an für die APU, aber jetzt geht alle auf eine. Zenderpumps brauchen wir nicht, dann gehen wir hier weiter. Batteriespannung ist soweit gut. Das sieht gut aus. Ground Power können wir aktivieren. Gehen wir hier weiter, tun wir das Licht an. Hier schön Lichter aktivieren. Panel Lighting, voilà, sieht wunderschön aus. Equip Cooling ist auf Normal, so weit so gut. Emergency Lights tun wir armen. No Smoking und Seatbelt Sams tun wir direkt einmal anlassen. Gehen wir weiter. Dann hier die Window Heats können wir bereits anlassen. Die Probe Heats tut man erst anlassen, sobald man rollt, weil die sonst können überhitzen und glühig werden. Dann hier natürlich noch die Hydraulikpumpe. Jetzt müsst ihr hören, die hört man nämlich. Wunderschön. Es gibt übrigens auch noch so einen Soundmod dazu, den empfehle ich euch ebenfalls runterzuladen. Gut, dann gehen wir da weiter. Temperature Packs tun wir jetzt mal noch auf Off und die APU Bleed an. Soweit so gut. Das tun wir auf 240. Wir werden auf 240 steigen. Lassen wir aber auf Auto, so weit so gut. Was ich jetzt noch schnell schauen ist, beim Weight and Balance. 18 Tonnen ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir nehmen etwa 150 Passagiere mit, dann machen wir 15 Tonnen, wenn wir mal 100 rechnen einfach. Gut, dann hier mit dem Treibstoff muss ich schauen. Der mittlere Tank leer, 1,5 Stunden. Fuel, insgesamt 5 Tonnen, das ist glaube ich mehr als genug. Das machen wir so. Änderungen übernehmen. Jetzt ist die Ground Power wieder rausgefallen. Das hat aber nichts gemacht. Dann natürlich, bevor wir jetzt ins FMS gehen, tun wir hier noch die IRS anlassen. Dann kommen wir hier auf Heading and Status. Ich sehe auch, wie lange es geht, bis sie allein sind. Ich habe jetzt schnell allein drin, das heisst, es wird eine Minute gehen. Oder unter einer Minute. Genau, dann kommen wir eigentlich schon ins FMS. Units sind auf Kilo. Bla 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 und so weiter und so fort. Da seht ihr noch die Version vom Flüger. Wird ständig geupdatet. Kann sein, dass die schon wieder out of date ist. Aber ja, dann merke ich hier Mai, Juni. NAV-Data, da ist schon wieder ein neues rausgekommen. Anyway, muss ich noch updaten. Position Init machen wir, dann machen wir EDDB. Brandenburg. Oder auch Schönefeld. Gut, gehen wir zu der Route. Hier noch einmal EDDB. Ihr habt gesehen, jetzt hat es direkt schon aligned. Das könnt ihr auch hier im Menü und nachher unter Advanced einstellen. Wie realistisch das das weit haben. Gehen wir hier auf EDDK für Köln. Stimmt das? Ja, ja.
Ganz genau, dann kommen wir hier auf Next Page. Dann gehen wir via B-Lit. Hoppla. B-Lit direkt tun natürlich. Y264. Nach MAG. Nachher Z92. Nach WRB. So weit, so gut. Nachher ist es P12. Nach ESADO. So weit, so gut. Und dann haben wir noch T858. Nach Kopenhagen. Activate, execute. Gut. Im Moment, ich schaue schnell, ob die Aufnahme richtig funktioniert. Bis dann. Sieht alles gut aus. Gut, dann gehen wir als nächstes zu der Departure und Arrival. Ich gebe das direkt ein. Jetzt muss ich da schnell auf den Metar schauen, was wir da haben. Wir haben 0.6.0.11 Knoten, EDDB Departure, 0.7 Left oder Right. Jetzt muss ich jetzt schnell echt schauen, nicht, dass wir da die gesperrte Bahn benutzen vom Brandenburger Flugplatz. 2.5 Right, dann wird es 0.7 Left sein. Schauen wir schnell, schauen, dass wir ganz sicher sind. 0.7 Left, voilà, gut. Nicht am Trimrad. Nehmen wir hier 07 Left und B-Lit Departure ist es nach mir. B-Lit 6 Sierra. Schauen wir da kurz, wie das aussieht. Ja, das sieht gut aus. Dann fliegen wir hier so ringsherum. Alles gut. Machen wir Execute. Gehen wir noch auf Arrival. Tun wir das auch noch vorplanen, hätte ich gesagt. Das wird wahrscheinlich ILS 14 werden. Ich schaue schnell auf den Metar. 0.9.0.3 Knoten, ja, da können wir 14 nehmen, das ist kein Problem. Dann haben wir 14 Left, 1.4 Left und mit der Copac Arrival, Copa 14. Entschuldigung, es geht schon weiter. Machen wir Execute. Ungefähr so. Transition brauchen wir keine. Das stimmt, glaube ich, dann können wir hier durchsteppen, indem wir hier auf den Planmodus gehen. So. Mal durchsteppen. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, dann fliegen wir hier so schön rein. Sehr gut. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Initref. Gehen wir hier schnell, ja, wir können es eigentlich auf dem Planmodus lagen, gehen wir hier direkt rein, dann könnt ihr hier eigentlich nur daneben klicken und dann werden die richtigen Sachen schon eingefüllt. Planfuel, wir haben 5.1, dann machen wir doch irgendwie eine Sonnenberechnung, weißt du, so 3.1 ist der Planfuel und 3 Surfs sind 2. Der Kostindex wird 6 sein, Cruising Altitude wird sein 2.4.0. Das ist ein Invalid Entry. Muss ich es ohne Slash eingeben. 2.4.0. Zack. Execute. Jetzt müssten wir eigentlich schon einen... Voilà, einen Sail Point haben wir schon. Dort ist der Top of the Descent. Gut. Das könnte der dritte auch noch eingeben. Der Cruise, Wind und so weiter und so fort. Aber wir lassen es jetzt mal sein. Wir gehen aber schnell auf N1 Limitations. Outside Air Temperature ist 15 Grad. Slash A5 ungefähr so, dann machen wir hier noch ein Decelerated Takeoff und ein Decelerated Climb. Gut, dann stimmt das, dann gehen wir noch schnell zum Takeoff. Wir starten mit Flaps 5,
ungefähr so. Der CG ist 24, das heisst, der Trim ist 4,1. Gehen wir doch da schnell schauen. 4,61. So. Das wird doch etwa hier sein. Dann können wir hier die V-Speeds noch drin tun. Hier könnten wir eigentlich Progress Page drin tun. Soweit, so gut. Stimmt. So. Genau. Was ich jetzt noch schnell muss wissen, ist der QNH. QNH 1020. Okay. Dann gehen wir hier auf Hektorpascal. Wie kann ich das? Genau, Hektorpascal 1020. Und dann ebenfalls. 1020, sehr schön. Dann wir das noch wegklicken. Gut, dann können wir eigentlich die APU starten. Und hier Position Lights nicht auf Strobe, sondern einfach auf Steady. Das müsste, glaube ich, das Richtige sein. Das Beacon Light. Oder auch nicht. Moment, jetzt muss ich schnell schauen, welches ist jetzt Beacon Light. Schon länger im 737 geflogen, den merkt es. Anti-Collision. Ja, genau. Anti-Collision ist das Beacon Light. Genau, währenddessen können wir jetzt hier noch einmal auf Legs und noch einmal durchsteppen. Wir starten, hier ist der Top of Climb. Top of Descent. Sehr schön. Dann kommen wir hier eigentlich wieder auf Map-Modus. Und hineintreffen, sind wir wieder mit dem Takeoff. Sehr gut. Was wir eigentlich könnten machen, ist jetzt direkt hier beim Better Pushback gehen, Pushback starten. Dann kommt nämlich der Schlepper anzufahren. Guten Anbrücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Das ist jetzt auch nicht X-Plane Standard. Das ist auch ein kleines Plugin, das ihr euch runterladen könnt. Aber ja, genau. Was ich jetzt direkt schnell machen ist, ich gehe auf Flaps 5. Ungefähr so. Ja, hier noch das Problem mit der Achse. Machen wir schnell noch die Flight Controls richtig. Und tun wir hier schnell Pedal ebenfalls. Gut. Dann warten wir, bis der Tow hier dran ist. Was wir können machen, ist hier auf Bodenanbrücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. APU. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Abhängen das da hier. Sehr schön. Ein bisschen Bleed Air haben wir. Ja, wir haben Bleed Air, das ist gut. Da wir jetzt gleich zurückstoßen, tue ich die ebenfalls an. Und den Showdämpfer natürlich dann auch noch. Voilà. Jetzt müsste eigentlich so alles stimmen für den Moment. Schauen wir da schnell. Ja, wir werden aufbockt, ihr seht es. Schlepper ist verbunden, der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Parkbremse ist gelöst. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Merci vielmal. Starting right engine. 20% Anzeige des Treibstoff, wie immer. Das sind 20%. Was wir hier noch machen, ist das Floodlight anlassen und Background und natürlich hier Main Panel Illumination. Das sieht immer am allerbesten aus. Hey, das Scrollwheel Support in diesem Spiel. Gut. Mal kurz fassen. So weit, so gut.
Wenn wir hier den Generator anlassen, können wir mit dem linken Triebwerk weiterfahren. So, das sind 20%. Die wir Treibstoff hinzufügen. Die wir hier den Autopilot noch anpassen. Ich gehe hier auf 200 Knoten, hätte ich gesagt. Etwa so. 240 ist Cruising Altitude. Habe ich das auch im Wien einfach so eingegeben? Performance zeigen wir mal. Ja, 240, ich habe es richtig eingegeben. Push-Vorgang abgeschlossen, Parking Brake. Schlepper wird getrennt. Generator. Moment bitte. Tun wir hier APU Bleed ausschalten, Engine Bleeds anlassen, die Packs auf Normal und die APU selber abschalten. Dann können wir hier mit den Lichtern weiterfahren. Tun wir die Winglights anlassen, Wheelwear brauchen wir nicht. Logo Light natürlich, Strobe Lights noch nicht. Trennzeichen bitte. Dann ist dann weggefahren. Sehr schön. Der Schlepper wurde entfernt, gut. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt es von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Tschüss. Und dann tun wir hier das Taxi-Light ebenfalls anlassen. Tun wir es auf dem. Dann sind wir eigentlich ready zum ready for Taxi soweit. Jo. Dann würde ich sagen, wir rollen los. Ja, der ist aus dem Weg. Brakes released. Und da rollen wir auch schon. Wir ein bisschen Schub, dann rollen wir Richtung Bahn. Tun wir den Autothrottel armen. Tun wir LNAV und VNAV. Habe ich das noch nicht rein tun? Ich muss zuerst noch den Flight Director anlassen. So, jetzt kann ich aber VNAV und LNAV armen. Sehr schön. Gut, gut. Biegen wir da hier rechts ab. Ungefähr so. Terrainradar können wir noch anlassen. Plus der WX-Radar. Alles aufeinander legen. Fahren wir hier durch. Announcements könnt ihr in diesem Flieger übrigens auch machen. Kann ich das kurz zeigen. Indem ihr hier auf Menü geht. Advanced. Announcements. Captain Welcome. Die geht jetzt bei mir nicht. Ich glaube, ich habe es nicht richtig installiert. Ah nein, jetzt kommen zwei gleichzeitig. Oh nein, das habe ich nicht wollen. Ah nein, es ist nur eins. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Gut. 29 Knoten, relativ zügig, sehr schön. Gehen wir hier auf RTO, Speed Brakes armed, Speed Brakes, kann ich sie nicht armen? Was ist denn los? Ja, natürlich, oh, das ist Spinnenwitz.
Gut, normen wir sie nicht. Ist mir auch recht. Ich muss sie nachher, wenn wir stehen, noch mal probieren. Das ist, weil die Achse hier einfach ein bisschen komisch ist. Ja, ist ja gleich. Gut. Da vorne gehen wir dann auf die Bahn. Ganz normal. Wie immer. So. So. Voilà, ihr seht den Windsack da hier. Wir starten mit Gegenwind. Das ist sehr gut. Halten wir hier kurz an. Ich würde sagen, da hier machen wir doch hier schnell eine Take-off-Checkliste. Lights. Tun wir das auf breit, das Nose Light, warum auch nicht. Licht, Kamera und Action. Gut, dann starten wir. Ich würde sagen, wir machen es nicht aus dem Rollen. Da hier kommt nichts. Die Landebahn ist frei. Ungefähr so. Gut. Die Triebwerke sind stabil. Take off power set. Speed is increasing. 80 knots. Das ist rotate. So. Was a rate. Gear up. Sehr schön. 400. Sehr schön. Fliege aufs erste noch manuell. Tausend Fuß. Laps 2. Landing gear off. Laps 1. Und flaps up. 220 Knoten halten wir. Und den Flieger ein bisschen trimmen und übergeben am Autopilot. Autopilot 1 engaged. Sehr schön, da sind wir. Gut, gehen wir geschwind die Take-off-Checkliste durch. Flaps up. Lights are set. Sehr schön. Gehen wir kurz fassen. Wunderschön. Es ist ein bisschen dunstig, nicht gerade so schönes Wetter. He? Sehr, sehr schön.
Schnell wieder rein. Gut, dann haben wir 5000 Fuß Transition Altitude, Barrow Standard. Gut. Wacker am Steigen. So, jetzt so gut. Übrigens Cockpit-Türen offen, ihr seht es. Die Kabine hat den Flieger auch. Achtung, jetzt noch eine Gänsehaut. Der Sound ist wirklich geil von diesem Flieger. Ja, die X-Plane Standardwoche, ich habe sie schon fast ein bisschen vermisst. Ich sehe wirklich gut aus eigentlich. Ja, so eigentlich muss man wirklich sagen, man braucht eigentlich kein Wetter Add-on. Sie sehen nämlich ziemlich gut aus. Ja, doch. Vor allem weiss ich, dass X-Plane ziemlich gut kann darstellen verschiedene Wolkenschichten. Weißt du, wenn du zwei Wolkenschichten steckst, das tut X-Plane immer relativ gut darstellen, obwohl es glaube ich nur maximal drei verschiedene sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gut, passing 10.000 feet, landing lights off. Sehr schön. Ladies and Gentlemen, bitte Ja sagen. Keep your seatbelts fastened. Sehr schön. Wir sind bis jetzt nur an der Woche vorbeigeflogen und sind noch durch keine durchgeflogen. Das ist ziemlich cool. Gut, da sind wir am Beschleunigen auf 270 Knoten für einen Steigflug. Vorher ist schon der Top of Climb. Wir sind hier wieder auf die Route zurückkehren. Wir haben den Turn in der Sit relativ weit überschossen, aber egal. Wir noch könnten abstellen, ist hier das Winglight. So. Sehr schön. Hydraulic Quantity und Pressure ist gut. Fuel Quantity ist ebenfalls gut. Sehr gut. Flight Level 240 für den Flug ist übrigens realistisch. Ich bin das kontrollieren geschwind auf Flight Radar 24. Auf Flight Radar 24. Alle Ryanair Flüge auf dieser Strecke fliegen auf dieser Höhe. So weit so gut. Ich würde sagen, wir gehen kurz in die Kabine. Also für einen Standardflüger kann man schon sagen, sieht relativ schön aus. Vor allem, dass er überhaupt eine Kabine hat. Er hat hier sogar Passagier-Sounds. Hört ihr das? Ja.
Sehr gut. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal hinten schauen, ob wir das WC finden. Da hier eine Sportküche. Interessant. Da jetzt hier noch einen Sitz. Und das da hinten werden die Lavatories sein. Kann man leider nicht durchglitschen. So. Das ist der ganze Rumpf. Gut, voilà, schau mal. Ryanair. Mal schauen, wie wir die Landung herbringen, weil Ryanair-Landungen sind immer hart. Als ich gestern zum Üben mal wieder hier den Flieger geflogen habe, habe ich auch eine absolut harte Landung hergebracht. Aber ich habe es auch nicht wirklich im Griff gehabt, Geschwindigkeit zu halten. Und mit Flaps 40 ist das relativ, soll ich sagen, vergibt es einem keine Fehler in Sachen Geschwindigkeit, weil dann sind wir einfach in so einer Art Strömungsabriss kurz, auf der, kurz vor dem Aufsetzen und crashen eigentlich vom Boden runter. Das ist, Ich würde sagen, die Landebahn dort ist relativ lang, Runway 14. Ich würde sagen, wir gehen mit Flaps 30. Wir landen dann mit Flaps 30 landen. Using Reserve Fuel. Okay. Das ist meine geschätzte Fuelberechnung ein bisschen optimistisch gewesen. Gehen wir mal auf Progress Page. Sagen wir mal, EDDK 2.6 Tons. Geht ja. Ich glaube, 2 Reserven geschätzt. Wahrscheinlich beim Start hat er dann das Gefühl, er möge, es gehe nicht von der Berechnung her. Und dann gibt er immer eine Fehlermeldung. Das merkt er so bei der 757767. Das ist hier etwa das Gleiche. Gut, was ich jetzt aber mache, Mach 7.0 ist mir zu langsam. Wir tun jetzt ein bisschen beschleunigen und gehen dann wieder vor dem Descent im Managed Speed Modus über. Das heisst, ich drücke hier drauf, gehe auf Mach und machen wir 7.7. Oder 7.6, da haben wir noch ein bisschen Raum für Turbulenzen bzw. Windböen. Ohne dass wir in Overspeed kommen und ohne dass der Autopilot rausgeht. Genau, dann können wir hier noch geschwind drauf schauen, wie weit ist es denn bis zum Top of Descent? Etwa 160 Meilen. Gut. Bis zu EDDK sind es noch 240 Meilen. So weit, so gut. Gut, es ist relativ ruhig. Fasten Seatbelt 1 off. Haben wir hier eigentlich noch Auto-Brakes auf Off. Oh shit, tut mir leid. Ich habe an der Trimming etwas rumgemacht, das wollte ich nicht. VNAV geht noch, ja, VNAV geht noch. Was ich jetzt aber gerne wissen möchte, ist Speedbrake-Problem. Ich kann es nicht armen. Schade. Muss ich es dann manuell ausfahren am Boden, falls ich es bei der Landung dann wirklich nicht armen kann. Gestern hatte ich das Problem noch nicht gehabt. Das liegt sicher hier an meinem wunderschönen Trottelquadrant, der uralt ist und vielleicht mal ein Potentiometer putzen sollte. Aber soll es nicht weiter stören.
Das geht ja schon. Oh, hoppla, was war jetzt das? Einer von den typischen X-Plane-Lichtveränderungen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber momentan ich habe ich ein bisschen Kopfweh. Aber ich habe trotzdem Lust gehabt, ein bisschen zu fliegen. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu fest. Ich habe ja leider relativ oft Migräne. Aber ja, was soll's. Genau. Was wir demnächst wieder mal könnten fliegen, ist beispielsweise 757. Das Video, das ihr letzte Woche gehabt habt, das ist ja alt gsi. Das habe ich sogar noch aufgenommen, bevor ich die Grafikkarte gewechselt habe. Und ich denke, man könnte es wieder mal wiederholen, 757 fliegen. Das ist ein toller Flüger. Und etwas hat piepset, aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich aus der Kabine raus. Wir hören da die ganze Zeit so Zeug. Ja, die gehört jetzt auch an. Oh, der Radar müssen wir mal deaktivieren. WXR-Radar. Die müssen wir mal anlassen. Funktioniert eben nur, wenn Regen ist. Woche zeigt er eben nicht an. Genau, 757 könnten wir wieder mal fliegen oder 767. Allerdings wüsste ich gerade keine Route dafür. Ich würde auch gerne mal wieder irgendwie bei schlechtem Wetter fliegen. Und ich muss sagen, 757, 767 träumen wir auch zu, bei schlechtem Wetter zu landen. Was wir auch wieder mal könnten fliegen, ist JR Design A330. Dort hat es ja vor einiger Zeit bereits ein Update gegeben. Mit ganz neuen Cockpit-Texturen. Sieht wirklich gut aus. Und dann könnten wir eigentlich auch wieder mal fliegen. Edelweiss oder etwas. Dann natürlich Airbus A319 Tolis. Da gibt es noch ein Enhancement Pack. Das habe ich jetzt nicht installiert gehabt. Aber ja, genau. So weit, so gut. Tolis sind wir ja im letzten Video geflogen und im vorletzten Video 757. So habe ich es aufgeladen. 757 war ein altes Video. Das Tolis ist ein neues. Aber ja. Sonst könnten wir auch schreiben, wo ich mal mit der 737 da hier hinfliegen soll. Weil das ist eigentlich wirklich ein cooles Flugzeug. Und es ist gratis, die Performance ist gut, grafisch ist es gut. Texturenmässig ist es gut, Funktionalität ist gut, Handling ist gut. Also das ist eigentlich eine vollwertige Payware hier als Freeware. Dann natürlich könnte man wieder mal Turboprop fliegen. Dornier zum Beispiel. Könnten wir auch mal eine andere Airline fliegen als Skywork von mir aus. Von anderen Flughäfen. Wir könnten mal mit Skywork auf Elba fliegen. Elba, sehr kurze Bahn. Und sicher eine Herausforderung. Ja, genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Genau. Etwas über 100 Meilen. Im Moment, ich muss euch ganz kurz verlassen. Das Beeps, was ist auch das? Keine Ahnung. Aber ich muss euch ganz kurz verlassen, bis nachher.
So, da bin ich ja schon wieder. auf dem Weg ist mir gerade eingefallen, ich habe euch ja noch gar nicht von meinen beiden neuesten Investitionen erzählt. Und zwar habe ich, bin ich gerade ein bisschen auf dem Russenflügertrip. Und ich habe mir den Sukhoi Superjet geholt und den Tupolev 154, Tupolev 154. Die sovjetische 727. Und ich muss wirklich sagen, die 154, die ist extrem, ein extrem gutes Modell. Also, ich glaube, etwa der komplexeste Flüger, den es gibt für X-Plane, also ganz verreckt. Zumal er einfach 180 Grad anders ist als ein westliches Flugzeug. Der hat ein Navigationssystem, der hat so ein Navigationssystem schon wieder? TU-154. Das NVU, genau. Und das komische NVU Doppler-Radar-Navigationssystem, das ist also ganz verreckt. Also dort habt ihr irgendwie so ein Trägheitsnavigationssystem, / Doppler-Radar-System, wo ihr könnt so wie Vektoren eingeben könnt. Also für so viel Kilometer den Kurs fliegen und dann für so viel Kilometer den Kurs. Das ist also ganz verreckt. Aber ich muss wirklich sagen, der Flüger, ich weiß nicht, ob ich den wirklich so erlernen kann, dass ich ihn einfach aus dem Stegreif aufsetzen kann, weil der hat dort so viel Zeug, oder einfach noch manuell machen müsste, wenn er den Golden Dark startet. Beispielsweise müsste er auch manuell hier den Kompass ausrichten und noch andere Sachen. Grundsätzlich ist es relativ easy. Also, ihr müsst einfach im Engineers Panel ein bisschen alles anlassen und nachher die APU starten, um nachher Triebwerk starten, aber alles dazwischen ist mit dem Kalibrieren von den Navigationssystemen und so weiter und so fort. Das ist einfach wirklich extrem komplex. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich den jemals auf Stream mit fliegen. Ich habe jetzt zwei Flüge mit dem Flüger erfolgreich abgeschlossen, allerdings ohne das Doppelradar-Navigationssystem. Sondern einfach mit VOR-Navigation, das funktioniert da recht gut. Also nein, das funktioniert sogar sehr gut. Weil die 154 hat hier relativ, also was heisst der relativ? Für die Zeit sehr, sehr komplexer Autopilot mit Autothrottle und mehreren NAV-Sources, die ihr einfach könnt hin- und her schalten zwischen VOR-NAV 1 und 2, das ist sehr angenehm. Und ebenfalls ein Autothrottle und so weiter und so fort und ein IAS-Hold. Also das ist etwas, was 727 und 737-200 und so nicht haben aus der gleichen Zeit. Muss man echt sagen, also gewisse Systeme sind deutlich, deutlich fortschrittlicher als bei einem westlichen Flugzeug. Das Ganze ist auch relativ faszinierend. Aber eben, ich kann euch wirklich nicht versprechen, wie der Flüger jemals wird in einem Video fliegen. Wenn, dann sehr wahrscheinlich nur ja, für die Stiche mit VOR-Navigation. Und dann werde ich das Aufsetzen vom Flüger grösserteils überspringen, weil der wird nicht sehen, wenn ich hier irgendwie mit selbstgemachten Notizen, den Schalter und so weiter und so fort. Ich glaube, ich werde es dann einfach so machen, dass der Flüger so weit aufgesetzt ist, dass man Triebwerk starten kann und dann einfach noch Triebwerk starten. So wie ich das früher öfters, also früher eigentlich immer gemacht habe. Aber ja. Grossartiges Flugzeug, grossartiger Sound. Schon ein bisschen das Ungewöhnen, weil die Russen grundsätzlich mit Meter und Kilometer pro Stunde arbeiten. Das heisst, er hat nicht irgendwie 80 Knots, 100 Knots und so weiter und so fort, sondern er hat 200, 220 wie One Rotate. Schon noch cool. Was ihr auch heute macht bei diesem Flüger, ist von russischer Schrift, also kyrillischer Schrift, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, tut es mir leid, könnt ihr auf ganz normal Englisch umstellen, das Cockpit-Layout. Wirklich gut, also der Flüger ist echt,
echt etwas für Angefressene. Genau. So weit, so gut. Jetzt sind wir dann gleich schon beim Top of the Sand, 50 Meilen noch. Nachher, was ich mir auch noch gekauft habe für 20 Dollar, ist der Sukhoi Superjet. Dann natürlich, was willst du gross erwarten für ein X-Play 9 Modell? Ziemlich out of date, leider. Und auch noch das alte Navigationssystem und so weiter und so fort. Ich habe allerdings gesehen, ihr könnt das alles manuell modden. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das auch machen. So das neue, der neue Autopilot. Der Autopilot so konfigurieren, dass er mit dem neuen Navigations-, also mit dem neuen FMS, was ich sage, mit dem 737 FMS funktioniert. So weiter und so fort. Das grösste Problem, das ich einfach habe mit den Flügern, die nicht recht geupdatet worden sind, ist der extrem hohe, ist der extrem hohe Triebwerksschub. Ihr könnt mit 6000 Fuß pro Minute einfach steigen bis auf Flight Level 390 oder so etwas. Und das macht dann nicht so Spass. Gut, wir sinken auf 3000 Fuß, wie ich das hier sehe. Geben wir doch schon mal 3000 Fuß ein. Zack. Ich würde sagen, etwa ab 20 Meilen gehen wir dann wieder ganz normal in VNAV-Mode. Managed Speed-Mode. Soweit so gut. So. Haben wir etwas zu trinken geholt vorhin. Mit der 154 können wir beispielsweise mal ebenfalls aus Schönefeld fliegen mit Interflug. Und dann beispielsweise auf Prag oder etwas. Relativ kurzen Flug machen, der allerdings auch realistisch ist. Hinterflug war ja die DDR-Fluggesellschaft. Genau. So, noch 40 Meilen. Ich warte hier noch ein bisschen, bis ich in der Approach-Refte durchgehe. So, so. Ihr könnt ja hier schnell schauen. Ah, schon wieder. Tut mir leid. Ich gehe hier schnell wieder auf Metar oder Metar aktualisieren. 120 at 5 Knots haben wir übrigens. Aus Wind. Gut, gut. Ich würde sagen, wir landen mit Flaps 30 landen. IRF plus 5 wegen der Wind Correction. Ja. Genau. Was ich übrigens auch noch runtergeladen habe, ist eine geupdatete Version von der IL-96. Aber auch dort ist das Problem, der Hochtriebwerkschub macht einfach keinen Spass. Aber ja, vielleicht kann ich das auch noch selber im Planemaker modden. Wer weiß. So versiert bin ich im Moment noch nicht da damit. Genau. Wir sind hier schön auf den Descent am Warten. Es sind noch etwa 20 Meilen. 20 gehe ich dann wieder auf VNAV Managed Speed. Was ihr hier übrigens habt, das hier ist der Angle of Attack Sensor. Im Moment haben wir No Grad Deviation Angle of Attack, weil wir relativ schnell fliegen. Jetzt haben wir sogar minus 0,2, das heisst die Nase schaut gegen runter. Die fliegen aber immer noch geradeaus. Und der positive Wert ist dann meiner Meinung nach die Nase schaut gegen rauf. Im Gegensatz zu der Flugrichtung. So, ja, ja. Genau, das ist übrigens ebenfalls einer der Hauptindikatoren für die Stallwarnung. Wenn der Angle of Attack zu hoch ist, wird die Strömung irgendwann abreißen.
In Addition zu dem habt ihr meistens noch hier auf dem Flug so komische Sensoren irgendwo am hinteren Teil, wo jetzt im Moment vom Luftstrom abgedrückt werden, aber dann plötzlich aufgesogen werden, wenn die Strömung abreißt. Genau. So viel dazu. Also ich muss sagen, die Zeugsplan Standardwerte sieht wirklich nicht schlecht aus. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wunderschöne Zuckerwattenwolken, das ist doch einfach schön. Gut, wir gehen wieder auf Wienerv. Der Flüger wird bremsen. Okay, was haben wir jetzt hier für einen FMC-Speed, wenn ich da frage? Knoten. Ja, bist du schon im Descent? Okay. Ist das echt wirklich richtig? Okay. Ja, dann fliegen wir halt mit 250 Knoten weiter, wenn du das Gefühl hast, wenn wir jetzt im Descent sind. Kann auch sein, dass man jetzt irgendwie das Wienerv verschossen hat. Was mich gerade ein bisschen anschießt, aber ja. Kann man nichts machen. Sinken wir halt mit dieser Geschwindigkeit. Sehr wahrscheinlich ist er jetzt so, weil ich hier 3000 Fuß bereits eingegeben habe, oder? Wenn wir jetzt auf 19.000 gehen und nochmal Wienerv drücken. Voilà! Ich hab's doch gewusst! Du bist ein schaubarer Autopilot und relativ blöd. Am Airbus wäre das jetzt nicht passiert. Gut. Ja, wenn wir 3000 Fuß eingegeben haben und das Wienerv drin da, hat er natürlich 250 als Restriction drin. Sehr schön! Toll! Gut, jetzt kann ich aber hier Altitude wieder, kein Problem, ohne Problem, auf 3000 tun. Gut, und der Descent sollte eigentlich jetzt gleich mal anfangen. Come on! Ja, es geht. Gut, kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Alles gut. Wir können ohne Problem auf 3000 lassen. Sehr schön. Wir sind am Sinken. Voilà. Davor ist Deceleration. Das ist gut. Das ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Was wir hier schon mal machen können, QNH 1015. Wir können das nämlich in der 737 hier einfach bereits mal armen, einfach noch nicht aktivieren. Genau. Ich weiß nicht, ob man das im Airbus so kann. Wer weiß? So. So weit, so gut. Was ich auch mal wieder fliegen kann, ist, es gibt so eine mega geile, mega, ich sollte aufhören, immer das Wort zu benutzen. Es gibt eine sehr gute Freeware von einer DC-9. Die bin ich mal vor Jahren geflogen mit dem X-Plane 10. Die ist allerdings mittlerweile auf X-Plane 11 gehoben worden und ebenfalls seitdem noch verbessert. Und ja. Die DC-9 könnte ja wieder mal fliegen mit VOR-Navigation. So, also Ergänzung zu der 737-200, die ich habe. Dann hat es ebenfalls noch vor einiger Zeit bereits ein Update gegeben, ein grosses Update für die SSG E-Jets.
Version 2. Und die E-Jets könnten wir eigentlich auch mal wieder fliegen. Hey. Aha, ich weiss, was los ist. Genau, jetzt haben wir wieder Vollschub gegeben, weil zwischenzeitlich tut Zwinef in der 737 den Autothrottel ausschalten. Und wenn ihr den hier natürlich an den Throttles bewegt, dann gibt er natürlich Schub. Logisch. Genau. Ich tue mal das Beibrex ein bisschen raus. So, dass wir wieder etwa auf Desired Speed kommen. An unseren angestrebten Speed. So ungefähr. Das ist doch gut. Ah, wahrscheinlich ist er einfach so geahnt, hä? Who knows? So, schau mal. So wäre er geahnt. Speedbreak. Sehr schön. Wir müssen nämlich ein bisschen vorziehen. Gut. 16'000 Fuß am Sinken. Was wir eigentlich könnten machen, ist hier die Seatbelts wieder anlassen. Landing Altitude. Wäre noch schön zu wissen. Ich weiss es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich meine seated. Zeig mal, kann ich das hier aus den Karten auslesen? Wo ist EDDK? Das wird es sein. In der DK gehen wir durch den Airport selber. Details. 3000 Feet. 300 Feet über Meereshöhe. Dort haben wir jetzt zwar eine QNH von 10-13. Okay. Ich lasse jetzt gleich mal 10-15. Gut, Landing Altitude ist 300 Feet. Können wir die Woche. Wenn wir das Anti-Ice kurz anlassen. Ja, ich bin jetzt mal True Air Temperature 1 Degree. Ich bin jetzt mal so gerissen und tue das Anti-Ice nicht anlassen. Wir sehen, wie das rauskommt. Nein. Ich bin ein Weichheit und das Anti-Ice anlassen. Diesmal alles. Wing und Engine. Nicht nur mehr Engine. Jetzt wird mein Kopf wieder stärker. Aber wir sind ja gleich auf dem Boden. Nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt privat, was ich wieder erzähle, aber einer von den Mitgründen, warum ich so lange abwesend war, ist, weil ich einfach plötzlich so eine Zeit hatte, wo ich einfach fast täglich und nachher am Schluss wirklich täglich einen Migräneanfall hatte. Das war nicht wirklich eine schöne Zeit gewesen. Und aus diesem Grund habe ich mich dort auch ein bisschen zurückgezogen gehabt. Das Ganze hat man nachher abgeklärt mit MRI und allem möglichen. Sagen wir es mal so, der Befund hat sich in den letzten 6 Monaten nicht geändert. Von dem her, der Zustand ist nicht schlechter geworden. Aber dank der Prophylaxe, die ich jetzt nehme, konnte ich es wieder so machen, dass ich auch mal Wochen habe, wo ich keine Migräne habe. Genau. So viel dazu. Jetzt wisst ihr auch ein bisschen etwas Privates, falls ihr bis hier geschaut habt. Gut, wir sind am Sinken. Sieht gut aus. Deceleration Point ist da vorne. Wir werden jetzt unter 10'000 Fuß fallen. Wir fliegen der Woche.
wunderschön. Es ist sogar noch neblig. Das sind 10.000 Fuß. Landing Lights an. Wir sind am Abbremsen auf 240 Knoten. So, was wir jetzt hier auch noch ablesen könnten, ist Folgendes. Und zwar, in den Treff, wir machen Flaps 30, zack, zack, zack. Voilà, Flaps 30, VRF ist 141. 146 wird unser Approach Speed sein, VRF plus 5. Dann haben wir hier ebenfalls noch unsere ILS-Frequenz, der Kurs 136 stimmt, 110,9. 110,90 ist schon aktiv, das heisst auf NAV 1 haben wir bereits unsere ILS-Frequenz, das ist gut. So. Jetzt seht ihr, das Standardwetter kann die Wolkenschichten hier relativ gut darstellen. Wirklich schön. Kein Vergleich zu X-Plane 10, was das Wetter anbelangt. Außerdem habe ich zu dieser Zeit, als ich keine Videos mehr gemacht habe, auch noch einen Leistenbruch bekommen. Also ihr könnt euch vorstellen, der hat Unterleibsschmerzen wie ein Ohren. Sobald ihr irgendwie etwas müsst lüpfen und gleichzeitig Migräne. Das ist nicht wirklich eine schöne Situation. Genau. Aber jetzt ist alles gut. Also alles gut. Es ist alles viel besser als damals noch. Ja. Gut. Ich weiss übrigens, mein blödes Lachen, das macht die ganze Zeit Pops im Mikrofon. Ich versuche da demnächst mal etwas zu verändern, so dass es nicht jedes Mal so einen Windstoß und Pops im Mikrofon gibt. Genau. Aber im Moment müsst ihr das noch aushalten. Und das letzte Mal, als ich einen Popfilter über das Mikrofon da habe, ist die Qualität ziemlich in die Hose, denke ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt noch einen anderen, den ich mal ausprobieren könnte. Schauen, ob der da etwas bringt, wegen den Pops. So, ihr seht, im Moment ist der Autothrottel wieder draußen. Darum haben wir hier Arm. Das heisst, wir können hier eigentlich die Schubregler frei bewegen. So weit, so gut. Was ich übrigens auch noch bestellt habe, falls euch interessiert, ich habe ja so ein Cytec Yoke und Cytec Throttle Quadrant. Ich habe mir so ein Modding Kit gekauft für den Throttle Quadrant mit so Airbus Style Schubregler 2. Airbus-Style-Schubregler plus noch Speedbreak als Hebel. Der hat ja bei dem Cytec Throttle Quadrant 3 Achsen. Im Moment habe ich eine Achse für die Speedbreaks, eine Achse für den Schubregler und eine Achse für den Flaps. Und jetzt werde ich den 2 Triebwerk haben und einen Speedbreak. Mal schauen, ob ich das hierher bringe, ohne dass ich ihn kaputt mache. Gut, wir sind über den Deceleration Point geflogen. Der Flüger ist am Abbremsen. Ich gebe mal noch ein bisschen Speedbreaks, da wir jetzt über 250 Knoten sind im Moment. So weit, so gut. Wir haben hier einen relativ langen Einflug. Ihr werdet es dann sehen. Aus diesem Grund bin ich dann relativ schnell, relativ schnell bleiben und dann versuchen, relativ schnell abzubremsen vor der Landung. So, Speedbrakes können wir wieder reinlassen. So weit, so gut. Sehen wir da den Flughafen schon? Ja, da ist er. Wunderschön.
Sehr schön. Wir sind hier beim Einflug. Mal schauen, ob wir das dann schaffen, ohne dass wir extrem weit überschießen. Ah, sorry, so. Nicht schon wieder. So. 190. 190 ist set. Voilà. Und wir empfehlen den Loglaser schon mal. Das ist gut. Dann, jetzt seht ihr hier 2 Grad. Seht ihr, wir haben hier noch so relativ hoch und sinken gleichzeitig. Das ist der Angle of Attack Sensor. In der Tupolev 154 hat er auch einen riesengroßen Angle of Attack Sensor hier. Und das ist ja ein T-Tail-Flüger. Und ihr könnt ihn also wirklich, wenn ihr zu langsam werdet, dann stürzt ihr einfach vom Himmel, weil dann kommt ihr in so einen Diebstahl. Das heisst, der Vertical Stabilizer ist im Windschatten von der Flügel. Und ihr habt eigentlich absolut keine Kontrolle mehr und fliegt einfach mit der Nase hoch, fliegt ihr einfach am Boden. Die stürzen sozusagen einfach am Boden. Könnt ihr mal googlen, ein Deep Stall. Detailflüge sind da sehr anfällig aufgrund vom Design. Genau, Standard Barrel kann man jetzt umstellen. Sorry, jetzt habe ich Traffic hier und ausblendet. Was ich natürlich will, ist hier zack und zack. Genau. Was wir jetzt machen können, ist, wir können bereits den, wo haben wir denn, den VOR-Lock und der, bin ich blind? VOR-Lock und der Approach-Mode armen. Ihr seht, jetzt haben wir hier beides miteinander schon gearmt, das ist gut. Ich fliege im Moment noch mit LNF und VNF. Wir werden relativ schnell wieder versuchen, mal ein bisschen zu bremsen. Machen wir mal Speedbrakes voll. 1000 to go. Das ILS hat kein DMI. Stört aber nicht wirklich. So gut. Sehr schön. Seht ihr hier die Stadt? Ich glaube, wir sollten wieder ins Cockpit und dann gleich langsam mal bremsen. Voilà. Wir sind auf dem VOR-Localizer plus der Glide Slope plus MCT Speed. Ich lasse mal die Speed Brakes raus. Flaps 1. Flaps 2, gear down. Flaps 5. Oh hoppla, das ist vielleicht ein bisschen früh gewesen. Muss ich echt durchstarten? Schaffen wir das noch? Irgendwie bremst es gar nicht. Obwohl ich hier alles draus habe, was es so gibt. Mal feiner Approach Speed.
46. Flaps 15. Stabilized ist es gar nicht, Co-Pilot. Und dann gehen wir direkt auf Flaps 30. Genau. Gut, ich glaube, wir schaffen es. Speed Brakes ab. Wir müssen armen. Ungefähr so. Oder Brakes auf 1. Oder Throttle Disconnect. Autopilot Disconnect. 300. Fliegen wir manuell. Das war jetzt ein richtiger reiner Einflug. Das war die Windig. Sind wir am Boden. Sweep Brakes ab. Reverses out. Auto Brake. Sehr schön. Dann haben wir 80 Knots. Reverses out. Manual Braking. Sehr schön. Da sind wir. Dann gehen wir hier doch von der Bahn. Das heisst, wir können Speed Brakes in, Flaps up. Jetzt bin ich gerade ein bisschen umeinander. Zittert auf der Landebahn, aber who cares. Gut. Halten wir hier ganz kurz an. Beziehungsweise ganz schön langsam. Tun wir hier Landing Lights rein. Dann Turn Off Lights, Taxi Lights ala, Strobe Lights off. Transponder. Standby und dann fahren wir Richtung Gate. Ah, ich bin auf dem Testmodus, das wollte ich eigentlich nicht wollen. Standby. Gut. Was wir jetzt noch machen können, ist hier den Chronometer anzuhalten. 52 Minuten haben wir gehabt. Gut. Fahren wir Richtung Gate. APU anlassen. 1, 2, 3. Wunderschön. Wir fahren natürlich zügig. Ryanair typisch. Da gehört die APU starten im Hintergrund. Auto Brakes off. B-Brakes. Sind jetzt wirklich drinnen. Flaps sind ebenfalls ab. Wir müssen mal kurz ein bisschen abbremsen. Da kommt nichts. Es geht den Berg ab. Da beschleunigt er natürlich noch. Ja, eindeutig, es geht leicht den Berg ab. Oh, jetzt bin ich da falsch gefahren. Hoppla, tut mir leid. Hier korrigieren. Sehr schön. Das ist jetzt alles Cargo. Wo kann ich denn da herstehen? Wo kann ich da herfahren? Kann ich jetzt einfach hier... Ist das noch frei, neben dem Flüger, was auch immer das ist? Was ist das? Cargo 727, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ah, da vorne sind der Berlin-Flüger. Gut, rollen wir dort vorne.
Lollen wir da vorne, ja. Sehr schön. Clear. Zeig mal, ich wollte jetzt hier schnell aufs Menü. Dann gehen wir auf Advanced, dann gehen wir auf Announcements. Next Page. Okay, gut, es gibt keine Verabschiedung. Captain Preland hat es gegeben. Okay. Schade. Gut, ich würde sagen, wir fahren daher. Sehr schön. Ja, ich hätte doch gesagt, direkt hier. Genau. Mit der Dornier. So. Gut. Parking Brake set. Die mit Lichter ganz ausschalten. Off. Dann gehen wir hier auf Auto können wir lassen. APU Gen on. Und dann die beiden Triebwerke ebenfalls noch ausschalten. Ungefähr so. Sehr schön. Jetzt wird es ganz ruhig. Suchen wir doch noch ein schönes Bild. Beispielsweise so. Ja, ich würde sagen, mit dem schönen Bild von der Boeing 737-800, 737-800 Cibo Mod. Verabschiede mich hier in Köln. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch viel Spaß beim Replay. Ciao zusammen.